Fußball und Breakdance ist auch was Cooles. In Kombination ist es dann Fußball-Freestyle. Ich beneide diese Menschen ja, die sowas können. Mo Jamal aus Düsseldorf ist einer davon. Und er ist dreifacher Rekordhalter an dieser Sportart. Und während der Trainingsflaute aktuell will er junge Sportler fit halten und bringt seine Tricks dann auch noch seinem größten Fan bei. Das sind spektakuläre Bilder. Fußball ist sein Element. Mo Jamal aus Düsseldorf ist dreifacher Rekordhalter im Fußball-Freestyle. Die ungewöhnliche Sportart setzt sich aus akrobatischen und tänzerischen Bewegungen zusammen. Aus dem Stand heraus nutzt der Freestyler seinen kompletten Körper für die Tricks. Seitdem Mo 8 Jahre alt ist, sind der Fußball und er unzertrennlich. Es hat sehr, sehr früh angefangen. Schon als kleiner Bursche war immer so, Ball, 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 wo ist der Ball? Der Ball ist immer mit dabei. Sei es in der Schule, bei mir in der Uni oder sonst wohin. Ich habe immer meine Tasche, wo der Ball drin ist, oder ich habe einen Ball hier links, rechts von mir. Sei es immer am Körper. Auch jetzt im Lockdown geht es nicht ohne Ball. Und so knackt Mo im April den Weltrekord mit den meisten Fußball-Ballberührungen beim Hängen am Reck. Stolze 444 Mal ohne Unterbrechung. Für Mo ist es ein wichtiges Anliegen, junge Sportler während der Pandemie zu fördern. So auch seinen größten Fan, den 13-jährigen Jermaine Jan von Schalke 04. Da Mannschaftssport derzeit nicht erlaubt ist, hat Jermaine ohne Mo kaum Trainingsmöglichkeiten. Es geht darum, dein Ballgefühl zu schulen, dass wir das stärken, die Koordination. Denn wann kriegt man mal in einem normalen Fußballtraining mehr als 100 oder 1000 Kontakte? Da geht es mehr um das technische, das taktische Verstehen. Und die Technik, die geht meist unter und da versuche ich halt ein bisschen anzudocken. Ball titschen lassen, an der höchsten Stelle beginnst du die Bewegung und versuchst, um den Ball zu kommen und den Ball mit der Hacke. Für Jermaine geht mit dem Privattraining ein großer Traum in Erfüllung. Denn er ist seit 2 Jahren Mos größter Fan. Der Schalker lernt Mo bei einer Freestyle-Show kennen und verpasst seitdem fast keinen Auftritt. Mo ist auf jeden Fall mein Vorbild. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass er von Düsseldorf hierhin kommt. Und freue mich natürlich sehr, dass er hier ist und ich ein paar Tricks mit ihm machen kann. Natürlich darf auch der Spaß dabei nicht fehlen. Das kann ich mir nicht verkneifen. Ich wollte ihn einfach mal aus der Konzentration locken und mal gucken, was passiert. Deswegen mache ich das mal. Ich finde, das ist eine schöne Schocktherapie. Aus der Ruhe bringen lässt sich der junge Fußballer jedoch nicht. Denn er ist schon fast ein echter Freestyle-Profi. Immerhin übt er seit 2 Jahren fleißig die Tricks seines Idols. Mal Videos auf, er zeigt sie mir und das zeigt mir natürlich, das, was ich erkläre, das fruchtet, das kommt an. Da ist man natürlich wahnsinnig stolz, wenn man so ein Video kriegt von einem Video, das man vielleicht am selben Tag erst gedreht hat und ihm zugeschickt hat und dann kommt nach ein paar Stunden halt die Antwort drauf, ey, Mo, schau mal, geschafft, gib mir was Neues, das ist natürlich geil. Warum sage ich immer geil? Spitze meine ich. Auch wenn es in diesen Zeiten für Sportler nicht so einfach ist, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Mo ist froh, dass er seine Liebe zum Fußball heute an seinen größten Fan weitergeben konnte. Wenn ich jemandem helfen kann, dann ist das für mich selbstverständlich. Und das muss jetzt auch nicht, das ist jetzt kein großer Aufwand. Und wenn ich mit so Kleinigkeiten jemanden wirklich unterstützen kann, immer gerne.